kommen wir mal zur Startaufstellung. Ja. Also ich kann schon verraten, ich habe ja, ne, ich habe es noch nicht gesagt, aber ich hatte diese Woche nicht, doch, ich habe es vorhin mit den Statistiken gesagt, ich hatte diese Woche nicht ganz so viel Zeit, mich auf die Sendung vorzubereiten wie sonst. Dementsprechend habe ich auch noch gar keinen Startelf-Tipp mir zusammengeschrieben, das werde ich jetzt hier on the fly machen. Aber dafür weiß ich, wer den letzten Startelf-Tipp von uns beiden gewonnen hat. Keiner, unentschieden. Beide haben 9 Spieler richtig getippt. Und ja, Sebastian, mal wieder konntest du jetzt nicht richtig aufholen. Aber ja, trotz meines gewagten Tipps irgendwie Castro auf die 10 zu setzen, aber es hat nicht so ganz gepasst, aber immerhin ist er aufgelaufen von Anfang an. Genau, und da sind wir schon beim Thema schlechthin. Wie sieht's denn beim nächsten Spiel aus? Da gibt's ja einige Positionen, die neu besetzt werden müssen. Ich denke mal, im Tor ist klar, Kobel und Stenzel, das gilt für uns beide. Genau, Kobel und Stenzel müssen immer, ja. So, dann bei Kempf gehen wir auch beide d'accord, ist klar. Ja. So, und jetzt wird's interessant. Wer ist der zweite Innenverteidiger und wer spielt als Linksverteidiger? Weil auch da muss man sagen, Insua hat in der Saison noch nicht so performt, wie man sich das vorstellt. Die Optionen sind halt nicht so verheißungsvoll aus meiner Sicht, weil David Grötzinger, den mag ich zwar, ja, ich fand auch die Vorbereitung gut, aber ich glaube, dass der ein Tempodefizit hat gegen den einen oder anderen Spieler und auch so, was das Durchsetzungsvermögen angeht, da ist auch noch Luft nach oben. Und da sind wir wieder bei diesen robusten, abgekochten Typen, die der HSV da vorne drin hat. Schwierig, da mit so einem jungen Spieler zu agieren, der dann gegen einen Harnik, Hinterseher oder Jatta, egal wer da dann angerannt kommt, sich clever verhalten soll. Oh Mann. Nee, vor allem, du kannst ja einen Grötzinger eigentlich dann getrost reinwerfen in einem Heimspiel, dass du auf jeden Fall gewinnst gegen Wien Wiesbaden oder Holstein Kiel. Aber jetzt auswärts in Hamburg, da wird es dann echt schwierig, ne? Und deswegen glaube ich schon, dass als Linksverteidiger sehen wir wieder good old Emiliano Insua. Ich habe ja vor einigen Spielen schon mal gesagt, dass Askar Siba für mich auch theoretisch denkbar wäre. Ja. Aber ich vermute, dann würde Santi explodieren, wenn es auf einmal heißt, Linksverteidiger, ich glaube, dann fährt er gar nicht erst mit. Nee, also ich sehe auch in Suha da leider Gottes, muss ich ganz ehrlich sagen, als Linksverteidiger auflaufen. Ja, da hätte ich auch kein gutes Spiel gemacht, also ich mag ihn total, also, aber ja, das war die Saison bisher sehr, sehr bescheiden, aber vielleicht überrascht er uns und macht dann in Hamburg das Spiel seines Lebens gleich zweimal. Ja, vielleicht braucht er die großen Spiele für sich. Gut, ja, der Innenverteidiger, der Holger Badstuber ersetzt, darüber müssen wir uns auch noch kurz unterhalten. Also es gibt ja eigentlich nur 2 Optionen, Nathaniel Phillips und auf der anderen Seite Maxima Vuja, der bei der zweiten Mannschaft mitgespielt hat am vergangenen Wochenende. Genau, und Philipp saß gegen Kiel nicht mal auf der Bank, sondern auf der Tribüne. Genau. Und hat gar nicht gespielt, deswegen, ja, es muss eigentlich Avuja sein. Ich tendiere auch zu Avuja. Also gerade, was ich vorhin gesagt habe, die Geschwindigkeit, die er mitbringt, ich finde, er hat es insgesamt auch nicht so schlecht gemacht bislang in den Tests für den VfB. Er hat in der deutschen U21-Nationalmannschaft solide gespielt. Also da muss uns nicht Angst und Bange werden. Mhm. Ja, und ich finde halt, dass der letzte Eindruck, den wir von Philips bekommen haben, nicht so gut war. No. Da würde ich mir, glaube ich, eher mehr Sorgen machen, wenn der aufläuft. Deswegen absolut, ja. Gehe ich da auch mit und sage, Avuja ersetzt Badstuber. So. Jetzt kommt unser Mittelfeld und ich muss ganz ehrlich sein, da tue ich mich so schwer. Ja, schwierig, oder? Ja. Also wenn du schon was weißt, kannst du auf der 6 ist klar. Okay, also meinst du, für der mich. Hat sich da festgespielt? Ja, total. Gegen Kiel Note 4,5 und eine gelbe Karte, das ist für mich festgespielt, ja. Ach. Also ich schreibe mal bei dir, Santi, auf. Ja. Ich brauche noch ein bisschen. Mach mal weiter. Wen hast du denn dann sonst noch so zu bieten im Mittelfeld? Ja, schwierig. Also Philipp Förster würde ich auch wieder bringen. Der hat auch gegen Kiel, wie alle anderen, nicht gut gespielt. Aber er hat halt einen guten Distanzschuss. Ja, also Philipp Förster bringe ich auch wieder. System, spielst du 4-3-3 oder 4-4-2? Na, ich glaube, wir 4-4-2 spielen. Ich glaube auch, weil ich fand das 4-3-3 jetzt nicht so cool. Nee, war nicht überzeugend. Ja. Und ich glaube auch, dass du gegen, obwohl der HSV spielt, glaube ich, auch ein 4-3-3. Und, na gut, er passt sich ja nicht an den Gegner an. Genau, der Gegner ist uns völlig egal, du. Also. Egal. Ja. Scheiße. Okay, Förster gehe ich mit. Den würde ich in einem 4-4-2 auf die 10 stellen, so wie letzte Woche.
Und da würde ich, glaube ich, jetzt endlich mal Philipp Clement bringen. Ah, shit. Mann, ja, den gibt's ja auch noch. Habe ich schon wieder vergessen. Oh, siehst du, wenn ich mir nicht vorher die Gedanken mache, dann ist es schwierig. Stimmt, der Clement wäre auch noch eine Option. Und der hat jetzt keine Minuten bekommen gegen Kiel. Nee, wir brauchen die spielerisch stärksten Leute einfach auf dem Platz. Und da gehört Philipp Clement dann dazu. Also den brauchen wir jetzt. Okay, also du hast jetzt Santi, Förster, Clement und? Links bringe ich, wenn ich zwei Stürmer habe, dann bringe ich links Silas. Oh, okay, also Silas im Mittelfeld. Ja. Okay. Okay. Also ich tue mich wirklich enorm schwer mit der ganzen Nummer. Aus meiner Sicht muss Mangala spielen, das ist für mich der stärkste Sechser, auch wenn er vielleicht Defizite hat in der Zweikampfführung, aber die sind nicht so gravierend. Und im Torabschluss. Deswegen stell ihn auf die Sechs. Da ist er weit genug weg vom Tor. Ich würde ihn wirklich auf die Sechs stellen. Da würde ich ihn tendieren. Dann würde ich Santi mit reinnehmen, weil ich glaube, so eine Kampfsau auf dem Platz zu haben, ist ganz wichtig gegen Hamburg. Also Santi kriegt von mir auch ein Go. Du kommst an Förster nicht mehr vorbei, finde ich, weil das ist nee, so von den Mittelfeldspielern. Der ist echt cool, also dafür, ja, dass er von Sandhausen kam und sich sofort irgendwie da festgespielt hat, also richtig, richtig gut. Absolut, also der bringt halt genau das mit ins Spiel, was wir vor allem in der letzten Saison auch vermisst haben, so diese Abschlussstärke, auch den Mut mal irgendwie, weißt du, drauf zu hauen, also das gefällt mir eigentlich alles ganz gut, auch wenn es jetzt gegen Kiel vielleicht nicht sein bestes Spiel war, aber die er bislang gezeigt hat, die Spiele waren schon sehr, sehr gut. Ja, und dann hast du jetzt mit Clement hier bei mir was ausgelöst, das hatte ich so gar nicht auf der Rechnung, aber ich gehe mit, ich stelle Clement auf. Ich weiß nur noch nicht, ob ich den als Zehner bringe, aber wahrscheinlich schon, ja. Förster dann auf rechts, Santi auf links, Mangala auf der Sechs und Clement als Zehner. Ich glaube, so würde ich spielen, ja. Aber ich bin nicht davon überzeugt, sage ich dir ganz ehrlich, also ich habe da immer noch Bauchweh. Irgendwie habe ich vor dem Hamburger Mittelfeld, ich habe es ja vorhin schon gesagt, großen Respekt. So, dann kommen wir zum Sturm. Wen siehst du denn da im Sturm? Also ich fand, Ochsen-Sturm hat nicht funktioniert und dieser Young Guns-Sturm hat nicht funktioniert, deswegen nehme ich den Go-Go-Sturm mit Gonzales und Gomez. Okay, also Gonzales ist für mich auch drin in der Mannschaft, ja, ganz klar. Und dann Silas bei mir im Sturm. Okay. Also Gomez ist für mich vielleicht nach Castro die zweitgrößte Enttäuschung. Das kann man eigentlich von Spieltag zu Spieltag drehen. Die nehmen sich beide nicht viel. Da kommt halt auch viel zu wenig. Also natürlich kommt viel zu wenig, ja. Aber er auch, hat halt immer noch ich finde, mit ihm verbunden ist die Hoffnung, hey, er wird unser Terodde von Köln in der letzten Saison halt, ne? Also der, das ich muss er ja mal dann zünden. Also Gomez bewegt sich da vorne drin, also da, ich habe manchmal das Gefühl, der Pfosten irgendwie rutscht mehr durch die Gegend im Strafraum als Mario Gomez. Nee, es ist gemein. Ja, es ist ja gemein, aber du hast recht. Ja. So enttäuschend. Also ich möchte jetzt wirklich hier mich nicht dran aufgeilen, dass ein Spieler viel, viel Geld verdient und natürlich ist das nicht Gomez seine Schuld, aber ach, das ist dann so weit von dem entfernt, was man eigentlich von einem Mario Gomez erwartet, dass ich da auch nicht mehr ganz so drüber hinwegsehen kann. Also es ist so. Dann ist es ja auch völlig egal, ob jetzt ein Mario Gomez kolportierte 4,5 Millionen oder 450.000 oder 45.000 Euro verdient. Aber es ist halt frappierend zu sehen, dass er sich halt nicht abhebt von irgendwelchen Superjugendstürmern, die halt ihre ersten Minuten der Liga sammeln halt, ne? Und da erwartest du von ihm einfach so ein bisschen mehr. Und selbst wenn er nicht spielt, erwartest du von ihm ein bisschen mehr. Und das ist wie du sagst, irgendwie in allen Belangen ein bisschen zu wenig. Ja, also es ist egal, wann du ihn bringst, ob du ihn einwechselst, ob er von Anfang an spielt. Ja. Er findet eigentlich nie statt. Das ist das Erschreckende für mich. Und andere Spieler finden dann schon eher statt, auch wenn sie vielleicht ähnlich wenig Erfolg haben wie er vorm Tor. Aber auch gegen Hamburg kannst du da nicht mit Ausstrahlung oder so kommen. Ja? Also das ist jetzt für die wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr so der angsteinflößende Gegenspieler wie vielleicht für den einen oder anderen in Wiesbaden zum Beispiel. Da kann ich mir das schon vorstellen, dass wenn auf einmal Mario Gomez auf dem Platz steht, dass man sich dann denkt, oh, schon geil, dass du jetzt hier neben einem Champions-League-Spieler plötzlich aufläufst. Ja, ja, aber genau, das funktioniert in Hamburg, glaube ich, nicht. Also die Drohkulisse Gomez sehe ich nicht. Nee. Würde ich von abraten. Aber gut, mal gucken. Al-Ghadoui sollte man vielleicht nicht außer Acht lassen. Tut mir ein bisschen schwer damit, den irgendwie draußen zu lassen, muss ich ganz ehrlich sein. Aber
Silas als klassischen Stürmer, vielleicht so ein bisschen hängend hinter Gonzales, das würde ich mir eigentlich ganz gut gefallen lassen. Vielleicht könnte man auch irgendwie so ein System fahren, dass Clement gar nicht so als der klassische Zehner agiert, sondern dass man eher so ein, ich glaube, das nennt sich dann flaches Mittelfeld, oder? Wenn alle so auf einer Höhe stehen, oder habe ich das mal falsch gelernt? Puh, du da, ich ja, bin nicht, wir nicht haben ja so keine der Ahnung. Taktikexperte. Also, wenn alle drei Mittelfeldspieler auf einer Linie stehen, vor dem Sechser, sowas könnte ich mir auch vorstellen. Und dass dann Silas sich immer so ein bisschen fallen lässt und dann vielleicht eben auch ein bisschen mehr Wiese vor sich hat und so Tempo aufnehmen kann. Ach, davon träume ich nachts manchmal so ein bisschen. Vielleicht genau, mein Ding ist Hamburg ja, dass auch Gonzales ja jemand braucht. Jemand ist, der ein bisschen Raum vor sich braucht halt. Ne? Während ja Gomez und Al-Ghadoui wirklich Leute sind, die kannst du halt irgendwie 30 Zentimeter vor der Torlinie anspielen und die machen das Ding dann im Zweifelsfall. Und das können halt weder Gonzales noch Silas. Also die brauchen halt ein bisschen Raum, um Tempo aufzunehmen. Und deswegen glaube ich, dass wir einen von beiden, also Gomez oder Al-Ghadoui irgendwie vorne drin ganz gut benötigen könnten. Wobei natürlich gegen Van Drongelen wirst du dich, glaube ich, schwer tun, Kopfballtore zu erzielen, was nicht unmöglich ist, keine Frage. Aber wie groß ist der? Der sieht immer so klein aus. Da fragst du mich jetzt so Insider-Sachen. Also ich kann mal nachgucken. Der ist doch, oder? Der ist 1,85. Er ist nicht der Größte, ja, aber Ich glaube, Mario Gomez ist 2,10 Meter, also. Insofern. Ja, also auf jeden Fall. Und wenn er, nee, ich sag's jetzt nicht. Ja, aber er springt halt nicht mehr so hoch. Er springt hoch, deswegen, okay. Ich glaube, Van Drongelen springt auf 2,10 Meter und Mario Gomez ist halt einfach 2,10 Meter.